Willkommen zurück bei Mordor. Wir machen jetzt das Festmahl, damit der Typ, der im Hintergrund auch mal seine Backen hält, der geht mir ganz schön auf den Sack. Machen wir hier den Hurra, Hurra. Den sollten wir aber im Idealfall eigentlich übernehmen. Denn der hat ja irgendwas mit so einem Häuptling am Laufen. Ja, außerdem sieht er aus wie Scheiße. Aber ich sehe doch schon, der Grog, den die da saufen wollen, der ist doch prädestiniert dafür, in die Luft zu fliegen. Oh, habt ihr mich gesehen jetzt? Ne, mach mal keinen Scheiß. Echt jetzt. So, und du? Du haust auch nicht ab oder so, sondern... Ja, du musst erstmal deine Ansprache halten. Du bist doch hier, du bist doch ein Tier. Ups. Du wirst mir auch bald helfen, keine Sorge. Du wirst das schon machen. Ups. Scheiße, jetzt muss ich mich echt erst um den Doof da kümmern. Wo kommt der denn schon wieder her, Mann? Ich hab doch geblockt! Junge, ich hab sowas von Kontern gedrückt. Das kriege ich in Einleitung für letzte Chance. Zum 100. Mal. Und ich habe so hart gekontert, das kann man sich echt nicht vorstellen, Mann. Okay, er ist weg. Aha. Okay, das blockt er ab. Nicht so schlimm. Wir überspringen ihn einfach. Wir überspringen ihn einfach, das hört sich an. Und jetzt einmal Kampfband marken, geht das? Nee, das mag er auch nicht so gerne. Okay, jetzt habe ich ihn. Oh, jetzt geht das nicht mehr. Ah. Wieso? Wieso denn nur? Ich will den nicht umhauen. Passt. Ach, der ist das. Ach, stimmt. Ja, komm, Junge. Geh einfach kacken. Ich geh mir nicht auf den Sack. Wenn ich schon wieder so Spirenzien sehe. Oh, ich hasse Niederlagen. Jetzt muss ich erstmal Leben regen. Lass mich nicht mehr übernehmen. Weißt du? Nee. Nicht mit mir, Junge. Nicht mit mir. So. So, Life Pool ist voll. Da würde ich sagen, können wir auf jeden Fall geschmeidig zum Zerg rübergehen. Und der Karagor fightet da gegen die Gude. Na ja, gut, ja, machen. Komm. Hier. So. Ja, ja, Leute, komm. Macht mal nicht so einen Stress. Dieser Zwerg behauptet, er wüsste, wo sich weitere Artefakte aus Celebrimbors Vergangenheit verbergen. Ich würde sagen, der Celebrimbor kann das auch alleine machen. Der ist doch so ein krasser Pimp. Der kann doch mal alles regeln. Spacko, Celebrimbor. Spacko, ich hasse dich. Aber er ist cool hier. Er ist cool. Ein zielgenauer Treffer. Und nichts von ihm wird verschwendet werden. Wie heißt du, Waldläufer? Talion. Was warst du? Ein Leutnant? Eigentlich war ich Hauptmann. Oh, ich verstehe. Wir haben einen Hauptmann unter uns. Nun, das ändert alles, was? Der Hauptmann kommt, schärft schön die Schwerter, und seht zu, dass eure Stiefel blitzen. Ach, der kleine Sack, ey. Nun sagt mir, Hauptmann, hast du jemals einen Grauk gejagt? Ein Grauk hat, was du mir versprachst? Ja, aber nicht irgendein Grauk. Der größte, den ich je gesehen habe. Bestimmt Zufall. Machen wir uns bereit. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich wurde gut geschult. Mein Hund, Silver, war auch gut geschult. Also, bevor ein Warg sie verspeist hat. Jagd! Kennt keine Regeln, Jungchen. Wir stellen sich in Reihe und Glied und lassen uns Befehle geben. Hier geht's um Instinkt. Es geht um Bauchgefühl. Und, wie du hier siehst, habe ich von beidem mehr als genug. Du willst also lernen, wie man jagt. Folge mir. Die Jagd selbst ist eine Bestie. Orvin! Ich hab ganz vergessen, wie er heißt. Die erste Lektion der Karagor-Jagd? Nicht sterben. Wozu brauchen wir sie?
Wir reiten auf ihnen. Sie sind gute Reittiere für unsere Jagd. Dein Rang wird die Bestien nicht beeindrucken. Für sie schmeckt jedes Fleisch gleich. Ich habe echt keinen Bock auf Reiten. Ne? Ich hasse das, auf den Karagor zu reiten. Das ist irgendwie so richtig unübersichtlich. Das ist nicht so gut gemacht. Aber wer weiß. Als ich Vargs jagte, habe ich ihr Verhalten schnell erkannt. Aber die Karagor, diese Bastarde machen es einem schwer. Ich habe fast ein Jahr gebraucht, um sie zu verstehen. Karagor, ja. Diese Biester hassen Wasser. Einmal wollte ich auf einem durch einen Fluss reiten. Er sprang mit mir eine Klippe rauf. Ach, unglaublich, was sie tun, um einer Wäsche zu entgehen. Na, die stehen halt auf ihren Smell. Ist doch korrekt auf jeden Fall. Aufregend, mitreißend. Und sie nörgelt nicht wie meine Frau. Du hast doch nicht gelebt, bevor du nicht auf der Jagd warst, Jungchen. Ja, jetzt hör doch mal auf, hier mir so ein Frikadelle ans Ohr zu labern, Alter. Gib doch einfach mal ein bisschen Gas. Ach, willst du mich jetzt... Ach, Alter, echt jetzt? Na, guck mal, da sind doch die Karagor schon unterwegs. Ja, komm, dann brauche ich ja nicht hier groß rumzulabern, dann kann ich hier direkt rangehen. Ja, hab ich vor. Ich Sprungangriff eines Karagor zu kontern und die Bestie damit zu betäuben. Okay, dann machen wir das doch mal. Hey, Kollege, komm, hier, in den Arsch direkt, komm. Oh, ich wollte es kontern, scheiße. Ja, gucken wir mal, ne? Der soll mal seinen Sprungangriff machen. Komm, Jungchen. Ah, das wäre es jetzt gewesen, glaube ich. Ey, ich habe so hart Y gedrückt. Was soll denn das? Ich dachte, so läuft das jetzt. Y und dann ist es cool. Ach so, entferne dich vom Karagor. Ach so, jetzt ist er. Ah, jetzt ist er nicht mehr. Okay. Ja, der Bastard soll mal rankommen hier. Ich drücke Y. So, und jetzt? Okay, oh. Nein! Ach, das ist so toll mit den geänderten Tasten. Ja, komm. Dass eben die Xbox-Tasten stehen, ist doch hin und wieder ein bisschen verwirrend in diesen hektischen Situationen. Ja, muss man denn dann dieselbe Scheiße nochmal ablaufen lassen, Mann? Komm runter da jetzt. So, und jetzt soll er kommen. Ja. Komm. Ey, vor allem drücke ich ja Y, aber es sieht für mich jetzt nicht aus wie ein Konter, was er denn immer macht. Er lässt sich platt machen, der Talion, und dann liegt er da. Und ich muss irgendwie kreishämmern wie ein Irrer. Da wieder genau derselbe Ranz. Oh, jetzt aber. Junge. Ey. Im Ernst. Ach echt, das ist eine neue Info. Das ist eine neue Info. Wieso muss man denn denselben Randsatz direkt nochmal abspielen, Leute? Ganz ehrlich. Ja, komm. Möglichkeit Nummer 1 ist, dass du einfach mal die Backen hältst, Torwin. Ja, dann soll er kommen hier. Vor allem drücke ich Y, aber der kontert nie. Da, jetzt. Da, der lässt sich einfach wegflanken, der Talion. Der lässt sich einfach richtig fies wegflanken von dem Vieh. Ja gut, jetzt ist er betäubt. Jetzt können wir drauf. Jetzt mal eine scheiß Technik, ganz ehrlich. Was ist das für ein Müll? X war das noch, ja. Was ist das für eine Mülltaktik, sich da erstmal so flach legen zu lassen von dem Vieh? Ach so, ups, ich glaube, ich muss draufbleiben. Und dann zu sagen, oh ja gut, jetzt kann ich dich übernehmen. Ne? Dann kann man auch direkt auf eine Klippe gehen und den übernehmen, ganz ehrlich. Genau so lange brauche ich auch, um einen zu zähmen. Du bist von einer Tour-Talent, Jungchen. Komm, gib Gas, Junge. Wo hast
Ich kam vom Schwarzen Tor. Das Schwarze Tor? Ist es schön da? Ach, ich bin noch nie so auf dem Cargo geritten, ne? Kann ich euch wenigstens mal zeigen. Ist ganz cool, so an sich. Ist auch flott, auf jeden Fall. Nur kämpfen mag ich darauf nicht. Und genau das dürfen wir jetzt machen. Ja, erst mal ein paar Sklaven umgeritten. Ach komm, ich spam einfach immer weiter schlagen. Ja, alle runter metzeln hier. Komm. Oh, der Herr, der auf einer Bestie reitet, er ist zurück. Ich bin noch nie auf einer Bestie geritten, mein Freund. Höchstens der Torwin. Ach, ich hab... Ah, cool, das ist hier bei Herr der Ringe. Wir haben ein Battle gegen Torwin am Laufen. Der gewinnt nun leider ganz, ganz hoch verdient, würde ich mal sagen. Ich bin nämlich echt scheiße auf dem Cargo, deshalb mache ich das ja auch nie. Ja, sonst würde ich das ja mal machen. Aber ich hasse es, auf dem Karagor zu fighten. Seit vielen Jahren schon. Früher war das Land grün. Wie ich das liebe, ne? Wenn man immer schneller ist als die NPCs und ich weiß, wo die hin müssen. Und man so nah bei denen bleiben muss. Oh. Dass sie sich nicht mal auf die Geschwindigkeit anpassen, weißt du? Guck mal, ich gebe Gas. Und der hängt da einfach nur rum. Wofür reitest du denn ein bisschen Karagor, Junge? Butt schießen. Pass mal auf, ey. Klar kann ich dabei schießen, was denkst du denn? Hä? Ist er nicht tot? Ich hab den doch in den Kopf geschossen. Na, der ist einfach nur umgefallen. Way! Okay. Und da oben. Und plopp. Ey, dass die einfach nur so hässlich wegfliegen. Komm, friss den doch. Friss ihn. Ja. Ah, das zählt auch. Also, das ist natürlich nice. Was hältst du denn davon? Habe ich direkt mal ausgeglichen, wa? Und da bin ich in Führung. Hoffentlich kommt jetzt der Grau. Oh. Oh, die sind schon funny, die beiden, auf jeden Fall. Also, mein Karagor ist auf jeden Fall hübscher als seiner. Seiner sieht irgendwie so richtig used aus. Ja, used ist euch. So würde ich das bezeichnen. Ausgenudelt. Gebraucht. Wie eine Salami in der Turnhalle. Oh, was haben wir denn hier? Was? Die alle? Echt jetzt? Wow, okay. Dass sie halt auch immer Jahre brauchen, bis sie dann sterben, so. Man muss sie dann immer echt auffressen, so. Das ist ein bisschen blöd. Komm, der Torwin darf nicht gewinnen. Ich will das Zusatzziel, Mann. Boah, dieser hässliche Ranz-Ork, Mann. Wie ich das hasse, mit den Orks hier auf dem Karagor zu fighten. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ey, ich wette, der Karagor darf nicht sterben. Sonst habe ich ja keinen mehr. Der muss mal schnell ein bisschen snacken, damit er wieder ein bisschen Leben bekommt. Ui, da habe ich aber jetzt gut Vorsprung auf den Torwin. Okay, cool. Hä? Wow. Wow. Na, da ist er doch. Und gesnackt, würde ich sagen. Und jetzt hat der Torwin natürlich Problemchen. Und wer muss es ausbaden? Der Alitalion. Hierher? Ah. Ja, komm, schmecken lassen. Ich will mal sagen, ihr seid richtig große Lappen. Ach, das zählt auch alles noch für das Zusatzziel. Also wenn man das Zusatzziel hier nicht erreicht bekommt,
ist es auch schon ein bisschen traurig, ne? Was hat der Ritt auf einem Karagor mit einem Grauk zu tun? All diese Fragen, Jungchen. Ich dachte, du solltest Anweisungen befolgen. Du beanspruchst meine Geduld, Torben. Pass genau auf. Und entwickle Respekt für die Bestie. Um sich dem Grauk zu stellen, brauchst du Größe und Stärke. Denk dran, auf der Jagd verdient man sich Respekt. Wer weiß, vielleicht wird er dich nochmal mit meinem Herrn anreden. Ach, ist schon cool. Ist schon cool mit dem Torwin, Mann. Einfach dieser Zwergenhumor, ne? Den finde ich immer klasse. Den finde ich immer klasse. Ist weit weg von zu Hause. Nicht alle, die komm, reiten wir auf ihm hier. Wo gehen wir denn hin? Mhm. Jagdkumpan. Okay, da kommt dann der große weiße Grauk. Flammen und Schatten, er lockte seine Angreifer in eine Sprengfalle. Die Welle der Zerstörung konnte noch vorn den Hängen des Orodruins ausgesehen werden. Okay. Ja, ich hätte Bock auf eine Schwertlegende. Was ist das denn da? Die macht es ein. Halte für diese Schwertlegende die Kampfaufzehrung und Zerstörung frei. Okay, da haben wir... Ach, jetzt ist die Mutter da oben unterwegs, also die Crack-Omi hier, die ihr Heilmittel braucht. Okay, das ist halt krass, ne, mit der Brücke da, ja. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier den Überfall erstmal. Na, immer Orks auszünden, so muss das, immer Orks auszünden. Ich wollte gerade sagen, der Karagor kommt doch überall hoch, warum rennt er nicht hoch? Aber... ich habe nichts gesagt. Okay, da kommt er nicht hoch. Hm. War dann doch ein bisschen zu viel. Hopp. Okay, machen wir hier mal den Shit. Den real Shit. Wer ist er denn? Norsko, Herr des Zorns. Ach, guck dich mal an, Junge. Wirklich. Was für ein schöner Rastplatz. Hier können wir halt machen. Oh. Ja, genau. Ach, und die wollen den jetzt ans Leder. Ja, vor allem bin ich hier. Du hast schon jede Menge Ärger am Arsch, mein Freund. Am Arsch. An ihrem herpesbeseelten Arsch. Ja, guck mal, kann ich das hier eigentlich alles von hier oben aus regeln, oder was? Wie ist das? Wie ist das hier? Was ist eigentlich euer Problem? Wieso backt ihr hier so hässlich rum? Oh, Mist. Einmal Brandmarken. Noch einmal Brandmarken. Oh, hoffentlich passt das noch. Ja. Und Brandmarken. Oh, bitte, 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 bitte. Ja, sehr schön. Okay, den Rest mache ich jetzt. Nein, ich wollte, wieso soll ich hier meinen eigenen töten, Mann? Ach, was für eine Scheiße. Was hast du hier zu suchen, hm? Das geht dich nichts an. Nichts. Nee, es geht dich nichts an. Ich sehe nämlich aus wie ein Primat. Irgendwie kommt er mir bekannt vor, habe ich das Gefühl. Wo kommen die eigentlich schon wieder alle her? So. Ey, ich hab doch geblockt, verdammte Scheiße. Jetzt drücke ich die ganze Zeit Kontern aus Angst. So. Kampfmeister. Nein, der kann nicht executed werden. No. Oh oh. Damit hätte ich vorher rechnen müssen. Dass ich den nicht so einfach angreifen kann. Weil er dann viel zu viel Stress macht. Ach, diese blöde Kacke mit der Kopfnuss immer. Oh, oh, falsche Richtung, falsche Richtung. Nein, ich bin tot. Ja. Gut. Ich sollte meinen Herrn beschützen. Aber es ist besser, wenn ihr beide sterbt.
Ach komm, geh mich auf den Sack, Junge. Guck dich mal an, Alter. Ja, komm, du hast einen richtig, richtig massiven... Ne? Weißt du Bescheid. Dass man das nicht... Ach doch, man kann es wegdrücken. Okay. Ich wollte schon wieder richtig eskalieren, dass man die Scheiße nicht einfach wegdrücken kann. Es ist der Kampf weg? Nee. Komm, Hinrichtung ist er jetzt. Das machen wir noch gerade. Heute ist nicht so mein Mordor-Tag, ne? Ich bin nicht so gut heute. Aber ich glaube, die Gegner haben auch angezogen. Ich glaube, die sind deutlich, deutlich härter geworden. Und ich... Ja, ich bin nicht mehr so taktisch. Mir passieren einfach zu oft Fehler. Ich muss mich da mal wieder ein bisschen konzentrieren. Ich bin einfach zu salty gerade. Ich bin richtig, richtig, richtig angesickt. Ich weiß nicht mal warum, aber naja. Nee, ist so schlimm. Spaß macht's ja trotzdem. Nein, nein. Nein, nein. So, führe. Achso, er ist am Hinrichten. Okay, dann nehme ich ihm die Arbeit mal ein bisschen ab. Nein, ich wollte ihm einen Brandpfeil in die Schulter schießen. Fuck it. Okay, jetzt kommen sie natürlich wieder alle, ne? Jetzt kommen sie wieder alle, Junge. Pass auf. Junge, ich wollte dieses verfickte Ulti anmachen. Scheiße, ey. Ah, jetzt läuft's so. Könnten die auch mal irgendwie deutlich machen, wenn die läuft, ne? Hinrichtung gelöst. Ach komm, verpiss dich, Junge. Aber die könnten das wirklich mal irgendwie ganz klar zeigen, wenn die Ulti an ist, weil wenn das Schwert brennt, dann kriegst du davon ja nicht allzu viel mit, wenn das Schwert dann auf einmal blau leuchtet, ne? Ist dann schon ein bisschen blöd. So, executen können wir den ja eh nicht. Ja, ja, komm. Ach, und normal angreifen können wir ihn auch nicht. Wir können nur überspringen. Und dann immer mal wieder. So. Und überspringen. Hä? Der verliert ja gar kein Leben. Deine Existenz ist sinnlos, mein Lieber. Die ist sehr, sehr sinnlos. Hä, hey, wieso verliert der kein Leben? Was mache ich denn da falsch? Vergiss es, das kenne ich schon. Hä? Ah, das geht ja nicht. Ja, wer ist er denn jetzt? Was ist das? Ist das der Bruder von Asgrom oder was? Warum bist du hier? Du machst mich wütend. Der sieht genauso aus mit seinen hässlichen Haaren. Mit seinem giftigen Speer. Muss ich aufpassen auf jeden Fall. Ey, Junge, boah. Das war nicht der Plan. Ah, ist das, oder? Ja. Oh. Vor allem hatte ich das eigentlich schon geregelt gehabt. Und dann trifft er mich noch. Der blöde Drecksack. Ach, vielleicht kann man ihn exekuten, wenn man ihn kontert. Und der dann am Boden liegt. Also den großen. Der Kleine hier, der ist eine Luftnummer im Verhältnis. Ja, das geht halt nicht, ne? Vielleicht muss ich echt... Was, wieso bin ich denn jetzt vergiftet? Ach, komm. Ach so, der ist noch gar nicht auf unserer Seite. Stimmt. Lalalalalala. Ich muss mich mal kurz heilen gehen. Schalalalalala. Wo ist es denn da? Stimmt, ich dachte jetzt hier... Der eine wäre schon cool mit uns, aber ist er ja noch gar nicht. Ist er ja noch gar nicht. Jo, hier ist er. Und jetzt. Komm her, Junge. Ja, geschafft. Sehr schön. Okay, dann. Ups, einmal. Na, einmal hier hoch. Wo ist denn jetzt der eine fette... Ist der jetzt abgehauen? Das scheint mir ganz so, oder? Ah ne, da, das ist er. Nein, das ist er nicht. Das ist ein normaler Berserker. Junge, ich will euren Boss. Sonst nichts. Nur euren Boss. Wo ist der?
Was haltet ihr davon, wenn ihr mir das einfach mal sagt? Hm? Ach komm. Nee, ist mir jetzt zu blöd. Ich gehe den einen Typen da hinten noch holen. Beziehungsweise ich sage ihm, dass er... Hallo, ich will da hoch, Talion. Beweg deinen fetten Arsch jetzt. Meine Fresse, so. Und du? Beherrschen. Ah, Mann, wie die mir auf den Sack gehen, ey. Ach komm, soll er doch da machen, was er will. Das wird zu blöd. Hau jetzt ab. Geht mir einfach gerade zu hart auf die Nerven mit den ganzen Orks. So. Soll der machen, was er will, ist mir egal. Ja, ist jetzt auch ein bisschen länger wieder, ne? Ist jetzt auch ein bisschen länger, ne? Ja, 25, 26 Minuten fast. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann gehen wir, glaube ich, mal zum Marvin, zur alten Crack-Omi, machen da was für das Heilmittel oder zum weißen Grau oder... Ja, eigentlich müssen wir echt mal die Brand... also die Häuptlinge brandmarken, ne? Ja, gucken wir mal. Eins davon auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein.